Einen wunderschönen guten Tag hier aus Berlin, aus den altehrwürdigen Räumen, aus den Wühlmäusen. Und mein Gast heute, wie angekündigt, die Kabarettistin Anni Hartmann. Hallo. Hallo. Du bist, ich hatte jetzt ganz viele Kabarettisten, du bist die erste Frau. Gibt es so wenig Kabarettistinnen oder habe ich immer schlechte Treffer? Also es gibt schon welche, das ist gar keine Frage. Es gibt nicht so viele im politischen Kabarett, aber ich finde, es gibt auch nicht so viele Männer im politischen Kabarett, also die wirklich inhaltlich arbeiten. Also es gibt viele, die machen sich über Politiker lustig, aber jetzt so viele, die inhaltlich arbeiten, gibt es bei den Männern ja auch nicht. Und insofern relativiert sich das schon wieder ganz schnell. Und im Comedy-Bereich gibt es sowieso sehr viele Frauen, auch sehr viele gute Frauen. Und deswegen habe ich auf meiner Webseite auch extra eine Linkliste, damit man sieht, der ist schon länger, als der Bildschirm anzeigen kann. Und die können nicht alle schlecht sein. Anni Hartmann sagt, Volker Pispers hat die drei H's: Haltung, Hirn und Humor. Ist das ein Riesenlob? Ja, definitiv. Weil er auch eigentlich ganz, ganz ursprünglich überhaupt mal den Impuls ausgelöst hat, dass in mir überhaupt der Gedanke gereift ist, dass man auf die Bühne gehen könnte. Du hast in deinem eigenen Programm mal gesagt, ihr denkt wohl, ich bin eine Pädagogenschlampe. Diplom-Volkswirtin, was ist das? Also, wir wissen, was das ist, aber warum? Ich sage immer Misswirtschaft, also Misswirtschaft sein. Ich habe Volkswirtschaft studiert, weil ich keine Ahnung hatte, was ich machen will. Also, weil bei jedem anderen Studium muss man sich ja irgendwie festlegen oder so, und bei VWL ist man ja Universalist. Man lernt ja alles und gar nichts, oder wie die VWLers immer gesagt haben, man lernt, die gesamtwirtschaftlichen Auswirkungen der Fehler zu betrachten, die die BWLer im Einzelbetrieb gemacht haben. So. Also du hast vorher nicht gewusst, was du machen wolltest. Ich habe immer das Gefühl, dass die normalen BWL, VWL-Studenten danach nicht wissen, was sie tun. Kannst du da zustimmen? Da ich ja den Kontakt zu dieser Szene sehr schnell verloren habe, weiß ich das nicht. Aber ich kann schon sein, dass da auch für, ja doch, ich glaube, das stimmt so, dass die auch nicht wissen, was sie tun, ja. Wie ist es? Du hast in der Bank gearbeitet. In der Sparkasse, das ist schlimmer. Das schlimmer? Erklär mir das. In der Sparkasse, das ist so eine Art Beamtentum der Banker, und das, finde ich, kombiniert zwei ungute Einstellungen, also die der Banker und eben so eine gewisse Sesshaftigkeit des Beamtentums, die mit einer gewissen Trägheit verbunden ist. Also zumindest war das da, wo ich so gearbeitet habe. Wobei man da sagen muss, dass man die Leute, die auf der Filiale arbeiten, da wirklich ausnehmen muss. Die haben echt viel zu tun. Aber ansonsten habe ich immer gesagt, wenn da die Hälfte der Leute gearbeitet hätte und das auch wirklich getan hätten, hätte die Hälfte der Leute auch gereicht. So im Stab, wie man so schön sagt. Haltung. Nehmen wir mal das erste H. Also es gibt ja Kabarettisten, die sind auf der Bühne, zeigen die auch ein bisschen Haltung und so, aber sonst halten die sich ein bisschen zurück, um anschlussfähig zu bleiben. Du sagst sehr genau, wofür du stehst und trittst auch dafür ein. Woher kommt es, dass viele der Kollegen sich da ein bisschen zurückhalten und dass manche sich sehr aktiv engagieren, wie so ein Georg Schramm, der sich in Frankfurt hinstellt und wirklich sich gegen die Banken stellt? Das kann ich gar nicht beantworten. Ich glaube, das liegt einfach in der eigenen Persönlichkeit. Also entweder hat man die Haltung und vertritt die, oder man ist da eben nicht so engagiert. Also ich glaube, das liegt wirklich dann in der Person. Und ich glaube schon, dass es auch Leute gibt, die gezielt, sozusagen geplant, politisches Kabarett machen, weil sie damit Geld verdienen wollen, und die sind dann natürlich in gewissem Sinne abhängiger. Also ich habe politisches Kabarett gemacht, weil ich irgendwann festgestellt habe, dass mir das ein Bedürfnis ist und nicht, weil ich Geld verdienen wollte. Also ich freue mich natürlich, dass ich Geld verdiene. Nicht, dass man das falsch versteht, aber ich bin dadurch, glaube ich, ein bisschen unabhängiger, weil ich mein primäres Ziel nicht ist, Karriere zu machen. Du trittst für etwas ein, wo manche sagen, redet die jetzt in Zungen, bedingungsloses Grundeinkommen. Wie kommt das? Naja, bedingungsloses Grundeinkommen ist eine Sache, ich habe ja VWL studiert, und in VWL lernt man natürlich auch, wie man Staatsfinanzen aufbauen kann. Und da gibt es, ich weiß nicht mehr, ob es 5 oder 7 Modelle sind, auf jeden Fall gibt es eine begrenzte Anzahl Modellen, wie man Staatsfinanzen aufbauen kann. Und eins davon ist eben das bedingungslose Grundeinkommen. Und das hat mich im Studium eigentlich schon überzeugt. Und dann habe ich mich danach quasi 20 Jahre gewundert, warum das keine breitere Öffentlichkeit hat.
Was glaubst du, woran es liegt? Es wissen wenig Leute davon, weil ich sag mal so, wer jetzt nicht VWL studiert hat, kommt damit auch wenig in Berührung. Und ich glaube, es haben auch nicht so viele Leute Interesse daran, dass sich das Wissen vermittelt, weil es einfach natürlich das System ja nicht direkt komplett in Frage stellen würde, aber man müsste einfach den Begriff Arbeit zum Beispiel komplett überdenken. Und für viele Leute ist ja wirklich, Arbeit ist der Wert an sich. Also ich meine, wenn man irgendwo jemanden kennenlernt, ist die erste Frage, wie heißt du? Und die zweite ist, was machst du? Es ist ja nicht mehr die Frage, wer bist du, sondern was machst du? Also dieses, was machst du, ist ja so, wer bist du geworden? Und das würde natürlich durch ein bedingungsloses Grundeinkommen komplett sich ändern müssen. Und ich glaube auch, dass die Leute grundsätzlich vor Veränderungen Angst haben. Also selbst wenn man weiß, dass die Veränderung positiv wäre, ist es was anderes. Und der Mensch ist nun mal so. Eine Veränderung macht Angst. Business as usual ist halt angstfrei. Zum Thema Veränderung. Ich habe dich bei den Mitternachtsspitzen gesehen, wo du erklärt hast, die Vermögensteuer vernichtet ja gar nicht Millionen Jobs. Das musst du mir mal vorrechnen als Wirtschaftsfrau. Nee, ich habe ja gar nicht das für die Vermögensteuer generell gemacht, sondern ich habe die Aussagen von Erik Schweitzer, der Präsident des Deutschen Industrie- und Handelskammertages, genommen, die er in der Süddeutschen Zeitung in einem Interview geäußert hat, wo er einfach Dinge zusammengebracht hat, die nicht zusammengehören. Und ich glaube, dass Lobbyismus ja nicht nur funktioniert, indem man Einfluss auf Politiker nimmt, sondern indem man einfach auch in den Medien Themen besetzt. Und wenn sich gestandene Männer hinstellen und Themen besetzen, dann bleibt bei den Leuten hängen, Vermögensteuer scheint doch keine gute Idee zu sein. Und dann deswegen habe ich diese Aussagen genommen und wirklich mal auseinandergenommen, weil wenn der dann sagt, ja, das kostet die Unternehmen 10 Milliarden pro Jahr, wenn es eine einprozentige Vermögensteuer gibt, dann muss man den Leuten mal vorrechnen und sagen, dann heißt das ja, die haben 1.000 Milliarden. Und mit 990 Milliarden geht man auch nicht gerade pleite. Also, weil das ist ja die Info, die Leute nicht, die lesen nur, das würde 10 Milliarden kosten, ui, das ist aber viel. Die Rechnung, dass dahinter dann 1.000 Milliarden Vermögen stehen, machen die ja nicht mehr. Und da habe ich gedacht, dann mache ich die mal. Also. Ist das attraktiv fürs Publikum, wenn du das da auf der Bühne erzählst? Also bisher habe ich die Erfahrung gemacht, und das war bei den Mitternachtsspitzen ja auch so, die Leute freuen sich den Arsch ab, dass dem endlich mal jemand die Meinung eignet. Weil die Politiker sagen ja immer, also die Bürger sind klüger, als wir denken. Das implizierte erstmal, dass man vorgedacht hat, dass sie es nicht sind. Ist es so beim Publikum, dass du merkst, sie wünschen sich viel mehr Politisierendes? Also ich glaube, dass die Leute gar nicht so unpolitisch sind, wie man immer sagt. Ich glaube nur, die haben auf die Personen keine Lust. Also ich glaube, politisch sind die Menschen schon, also an Themen interessiert. Nur oft gehen die Themen ja unter im Postengeschacher und wer mit wem kann und wer nicht und so. Und ich glaube, dass die Leute, man muss ein Thema natürlich auch ansprechend aufbereiten. Man kann jetzt nicht einfach nur so nackte Zahlen runterbeten. Also da steige ich auch aus, interessiert mich auch nicht, wenn jetzt jemand dann nur so Statistiken runterbetet. Einen witzigen Spruch von dir habe ich gehört. Von mir aus können Sie dem Wolf das Schloss Bellevue mit Bobbycars zuscheißen. Ich fand es eigenartig, wie man damals, nicht dass ich den Wolf jetzt schützen wollte, wie man auf dieser Sache rumgeritten ist. Und fand es eigentlich sehr erfrischend, dass du das eigentlich auf einen anderen Punkt gebracht hast. Wie hast du das damals empfunden? Ja, also erstmal war ich, als die ganz große Hype war, zum Glück in Urlaub. Nein, aber ich finde wirklich, dass die Leute dann, da geht dann oft die Relation wirklich verloren. Also ich meine, der Wolf ist peinlich, finde ich. Also auch wieder der Spender, ich bin aber Bundespräsident und so. Und man denkt, ach du je. Aber Waffenexporte und so weiter, das sind ja Themen, die wirklich wichtig sind und mit der Welt was zu tun haben. Ob der Wolf sich da jetzt vom Maschmeyer oder so hat einladen lassen, also schlimm genug, dass er sich von dem einladen lassen will, aber das tut im Weltgeschehen eigentlich nichts zur Sache. Und jetzt sagen viele, wir brauchen das Kabarett, wir haben quasi keine Opposition mehr im Parlament. Wie hast du es empfunden, dass jetzt so eine große Koalition entstanden ist? Ich fand heute sehr lustig, habe ich die Schlagzeile gelesen, 50% der Deutschen sind enttäuscht von der großen Koalition, wo man sich denkt, und wo ist da jetzt die Meldung? Also ich meine, das war doch von vornherein klar, dass das nichts gibt. Aber ich habe manchmal das Gefühl, vor allen Dingen die Politiker haben so eine wahnsinnige Angst vor der Linkspartei, dass wirklich jede nur so geringe Möglichkeit genutzt wird, um ja nicht mit den Linken zu regieren. Und vor allen Dingen von der SPD ja. Und
wo ich denke, die Bürger haben schon lange Rot-Rot-Grün gewählt. Also eigentlich in allen letzten Wahlen, wenn man es zusammenzählt, Rot-Rot-Grün hätte immer eine Mehrheit gehabt. Und ich glaube einfach, dass das einen frischen Wind reinbringen würde. Freut sich die Merkel so ins Fäustchen, dass die SPD sich das verunmöglicht, diese Koalition? Ja, klar. Das ist Volker Pistras hat das sehr schön formuliert. Er hat gesagt, der Merkel ist egal, wohin man die Sänfte trägt. Hauptsache, sie sitzt drin. Okay. Kommen wir zu dir. Man kennt ja die Wühlmäuse voll und da ist die Bühne. Du reist dir an, bereitest dich vor und gehst nachher hier auf diese Bühne. Was treibt einen auf die Bühne vor das Publikum? Ja, das ist eine schwierige Frage. Also beim politischen Kabarett ist es natürlich wirklich, mich treibt an, aufklären zu wollen. Also das ist wirklich, das merke ich immer wieder, das ist der Hauptpunkt. Ich will aufklären, ich will den Leuten was mitgeben, was sie vielleicht noch nicht wussten, weil ich ja nun mal meine Zeit damit verbringe, Sachen ordentlich zu lesen. Andere Menschen müssen anders arbeiten, die haben da keine Zeit für. Und ich habe ja vorher Comedy gemacht und da hat mich mehr oder weniger mein bester Freund sozusagen auf die Bühne geschickt, weil der gesagt hat, ich sehe das jeden Abend, wenn wir mit Leuten unterwegs sind, du bringst die Leute zum Lachen und du machst das gerne, du gehörst da oben hin, du musst das tun. Und meins war das aber nicht so, weil ich gesagt habe, so, ich habe dieses guck mich an, ne, das habe ich halt irgendwie nicht. Und dann hat er gesagt, komm, wir machen Deal, du machst das ein Jahr, ich setze mich immer in die erste Reihe, pass auf, dass dir nichts passiert, weil ich hatte totalen Schiss. Und wenn du ein Jahr lang keinen Spaß hattest, okay, dann ist es nicht dein Ding, dann lässt es. Aber du musst ein Jahr ausprobieren, guckst, dass du 4 Auftritte pro Monat hast und so, damit man so eine, ne, statistische Größe hat, die zuverlässig ist. Und das hat er gemacht und ich habe das auch gemacht und dann hatte ich 10 Tage, bevor das Jahr rum war, dann zum ersten Mal Spaß auf der Bühne. Wie lange ist das her? Das ist jetzt 13 Jahre her. Wahnsinn, Wahnsinn. Gibt es so Tage, wo man sagt, ach, Tagesgeschäft, oder ist es immer noch aufregend? Aufregend weiß ich nicht. Also aufregend wird ja oft mit nervös oder so verbunden. Ich finde es spannend. Weil es sitzen ja, also ich meine, natürlich erzähle ich jeden Abend relativ das Gleiche, also zumindest im Jahresrückblick, im Solo-Programm ändert sich das natürlich durch aktuelle Geschehnisse, aber es sitzen ja immer andere Leute da und dadurch ist ja auch jeder Abend anders. Also jeder Raum ist anders, jeder Raum hat eine eigene Energie, jeder Raum hat ein eigenes Tempo, wie viel Zeit man lassen muss, damit jemand klatscht und so, und das finde ich schon spannend. Wühlmäuse, das ist ja schon so ein Raum, das kennt man ja bundesweit. Ist das anders, hier aufzutreten? Also das erste Mal war natürlich sehr, 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 sehr viel anders, weil das dann so, jetzt bin ich in den Wühlmäusen. Und mittlerweile darf ich ja zum Glück einmal im Jahr hier sein, sodass das, so schön das ist, auch schon zur Normalität geworden ist. Gucken wir mal positiv in die Zukunft. Was würde sich Anni Hartmann wünschen für die nächsten Jahre, dass es diesem Land, dieser Welt ein bisschen besser geht? Ja, ich meine das Übliche, ne? Das ist praktisch wie bei täglich grüßt das Murmeltier, wir trinken auf dem Weltfrieden. Ne? Also weniger Waffenexporte, natürlich überhaupt weniger Waffen auf der Welt. Ich glaube wirklich nach wie vor, dass ein Grundeinkommen der Gesellschaft gut tun würde. Das kann man natürlich nicht nur in Deutschland, das müsste dann... Einfach der Umgang, es müsste ein respektvollerer Umgang herrschen. Es fängt ja eigentlich, das Bildungssystem muss sich ja schon ändern. Also den Kindern in der Schule schon beizubringen, ihr habt euch dem Lehrplan anzupassen und nicht, ihr seid Individuen, die auch gerne lernen und wir versuchen, eure Stärken zu fördern. Jürgen Becker hat das mal sehr schön gesagt, wenn man doch feststellt, ein Kind ist nicht gut in Mathe, dann lass es doch in Ruhe damit. Also Plus, Minus, Mal und Durch reicht. Mehr braucht man nicht, um durchs Leben zu kommen. Und wenn man feststellt, der kann kein Mathe, dann muss man den doch nicht 10 Jahre damit quälen. Dann kann man doch gucken, was kann der denn gut und das kann man fördern. Wir haben jetzt trotzdem diese große Koalition und ich nehme an, all diese Dinge, die du dir wünschst, werden in den nächsten Jahren nicht kommen. Was müssen wir die es sich wünschen, und es sind ja immer mehr, also es sind sehr viele, die sich ein anderes Gesellschaftsbild wünschen. Was müssten jetzt im Moment tun? Also mehr als vernetzen und auf die Straße tun. Was wäre denn wirklich so eine konkrete Handlung, wo Leute jetzt quasi außerparlamentarisch Opposition machen? Wenn ich das wüsste, hätte ich es schon lange angezettelt. Also ich glaube, man kann eigentlich immer nur sein direktes Umfeld beeinflussen. Also versuche ich, es gelingt mir auch natürlich bei weitem nicht immer, ich versuche in meinem Umfeld respektvoll mit den Menschen umzugehen
und nicht so nach Leistung zu urteilen, sondern eben nach dem Sein und nicht nach dem Schein. Und ja, versuche einfach freundlich, großherzig und großzügig durch die Welt zu gehen. Und ich glaube, viel mehr kann man im eigenen Umfeld erstmal nicht, also ich glaube, man kann die großen Schritte nicht machen, man muss die kleinen machen. Ich frage mich, wenn man so durchs Land reist und die ganzen Auftritte hat und ganz viel professionell auch täglich mitverfolgt, gibt es noch so Meldungen, die einen bewegen? Gibt es so etwas, wo du morgens aufstehst, die Nachrichten hörst oder Zeitungen liest und sagst, dass du sogar feuchte Augen bekommst, weil es dich so bewegt, entweder vor Wut oder vor Mitleid oder so? Gibt es auf jeden Fall. Meistens entstehen ja daraus dann eben auch die Texte, die ich schreibe, dass mich irgendwas sehr berührt hat. Also das Letzte, was ich gelesen habe, was mich so berührt hat, war halt eben, als ich gelesen habe, dass Tränengas eigentlich gar nicht gegen Menschen eingesetzt werden darf und dass es auch im Krieg verboten ist durch die Genfer Konvention gegen Giftgaseinsatz im Krieg, aber Polizisten, dass einem Staatsbürger, der seine Rechte wahrnimmt, also seine Staatsbürgerrechte wahrnimmt, Tränengas ins Gesicht sprühen darf. Sowas regt mich wahnsinnig auf und dann schreibe ich da halt einen Text drüber. Ich hoffe, dass du diese Leidenschaft nach 13 Jahren auch weiterhin hast. Wir haben auch einen Link zu deiner Internetseite. Ja, dann haben alle die Möglichkeit, dich auch mal live zu sehen, die es noch nicht getan haben. Ja, und vor allen Dingen können Sie mal gucken, dass es wirklich sehr viele Kolleginnen gibt, die auf den kleinen Kunstbühnen unterwegs sind. Also das ist ein Mythos, dass es keine guten Frauen auf der Bühne gibt. Das stimmt so nicht. Ja, ich habe jetzt das Jahr mit einer Kabarettistin angefangen, genau. Und ich werde noch einige andere aufsuchen. Zum Schluss nenne ich immer drei Begriffe und bitte um drei kurze Assoziationen. Demut. Sollte jeder von uns haben, weil wir sind, selbst wenn wir hier Hartz IV bekommen, gehören wir zu den reichsten 2% der Weltbevölkerung. Mitleid. Mitgefühl finde ich besser. Mitleid ist ein bisschen von oben herab. Mitgefühl. Empathie ist, glaube ich, das Entscheidende im Leben. Sehnsucht. Ich habe gar nicht so viel Sehnsucht, fällt mir gerade auf, wo du es sagst, weil ich das Gefühl habe, ich mache genau das, was ich machen muss. Ich habe genau den Mann, den ich haben will. Und damit ist viel Sehnsucht erledigt. Vollkommen ausgeglichen. Ich danke dir, dass du dir die Zeit genommen hast. Ja, danke für die Anfrage. Sehr gerne und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder und dann ähnlich wie es mit anderen geht, kann sich etwas entwickeln. Also ich fand die Begegnung besonders herzlich und schön, ich freue mich, dass du weitergehst. Dankeschön und ich danke auch euch, meine lieben Abonnenten. Mein nächster Gast zum zweiten Mal dabei ist Bodo Wartke. Bis zum nächsten Mal. Ah, das ist ja auch netter. Ja, der kann so schön singen. Ja. So, war okay das Interview für dich? Ja, alles prima. Wunderbar. Ja, jetzt im Ernst, also wie ist das mit den Frauen? Also es ist wirklich so, wie ich sage, es gibt ganz, ganz viele Frauen auf der Bühne und es gibt auch ganz, ganz viele, die ich gut finde. Ich finde, es gibt bei Frauen sehr, sehr viele Frauen, die sofort ihren eigenen Stil haben. Ich finde, bei Männern gibt es ein sehr breites Mittelfeld, wo es relativ austauschbar ist. Das gibt es bei Frauen fast gar nicht. Und ich glaube, das Hauptproblem ist, dass es ein Wahrnehmungsproblem. Also die ganze Comedy- und Kleinkunstszene ist durch Jahrzehnte männlich geprägt und es gibt eine männliche Sehgewohnheit. Und Frauen machen es anders. Das heißt aber nicht, dass das schlechter ist. Es ist halt anders. Aber dadurch, dass die Menschen diese Sehgewohnheit nicht überprüfen, wird es als schlechter wahrgenommen. Es gibt zum Beispiel in der Wirtschaft, gibt es für Personalentscheider extra Kurse, wo die lernen wahrzunehmen, dass zum Beispiel ein Mann, der durchsetzungsfähig ist, von allen als positiv wahrgenommen wird. Eine Frau, die durchsetzungsfähig ist, wird sowohl von Männern als von Frauen als negativ wahrgenommen. Und da gibt es extra Kurse für diese Personalentscheider, damit ihnen genau diese Punkte bewusst gemacht werden. Dadurch ändert sich nicht, dass sie das so empfinden, aber sie können es für sich hinterfragen. Also sie können sich hinterfragen, warum finde ich die jetzt unangenehm? Ah, das war ja zu meiner Schulzeit so. Also Typen, die viele Mädels abbekommen haben, waren voll die, ich sag mal, Stecher. Und Mädels waren voll die Bitches. Ist das so damit vergleichbar? Ja, genau. Es wird einfach, wenn ein Mann ehrgeizig ist, dann ist das, ne, das ist super, das wird ja gelobt und so. Wenn eine Frau ehrgeizig ist, dann ist das von ihr sowieso erwartet worden. Also es wird einfach unterschiedlich bewertet und da liegen unbewusste Strukturen zugrunde. Und da, so ist das auch mit Frauen auf der Bühne. Es liegt eine unbewusste männliche Sehgewohnheit darunter. Männer sind laut, Männer sind frontal,
Und Frauen sind anders. Und das wird aber nicht überprüft, dass da so eine unbewusste Sehgewohnheit hinterliegt. Wer müsste das überprüfen? Das Publikum selber? Ich glaube, das Publikum ist gar nicht das Problem. Also das Publikum ist ja, also kommt ja auch gerne zu Frauen. Also ich mache aus Spaß mit drei Kolleginnen, nennen wir 4 Femmes for Fun, also 4 Frauen für den Spaß. Da sind wir zu viert unterwegs. Die Leute kommen total gerne, die freuen sich drauf, die gucken sich gerne Frauen an. Aber ich glaube, Veranstalter, weil man muss ja am Veranstalter vorbei, um ans Publikum zu kommen. Ja, wenn der einen nicht einlädt, kann man ja nicht auftreten. Und vor allen Dingen natürlich Preise. Also diese ganzen Preise, die vergeben werden, da haben es Frauen auch immer wesentlich schwieriger, einen zu bekommen. Und das ist natürlich fürs Publikum oft so ein Merkmal, ah, die hat schon Preise und so. Und wenn die dann eben nicht da sind, und ich sage jetzt mal ein bisschen böse, wenn man dann sieht, welche Preise die Jungs dann alle schon haben und man sich denkt, ach, und die Frauen haben die Preise noch nicht, na, dann kann das ja nicht sein. Also in diesem super emanzipierten Frauenversteher-Business ist scheinbar wirklich echt was zu tun. Ja? Okay. Darf ich das noch mit reinnehmen? Ja, sehr gerne. Das ist super. Okay. Ich werde jetzt zwar nicht mehr gebucht, aber ansonsten ist alles super. Gut. Dankeschön.